Heutiges Thema, etwas chaotisch von uns beiden vielleicht durchgeführt, was daran liegt, dass wir ja immer einfach so locker miteinander plaudern, ist, was ist denn eigentlich der Sprint? Wo kommt das? Wo könnte das Wort herkommen? Wie sieht das aus? Was meinen wir genau mit diesem Artefakt Sprint denn überhaupt? Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, modernes Projektmanagement, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Wir machen gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's! Heute ist dein Thema. Mein Thema? Mhm. Dabei hast du im Redaktionsplan geguckt, was das Thema ist. Ich weiß, was heute Thema ist, okay. Aber es ist dein Thema. Ach so, cool. Wir reden heute wieder über ein Artefakt, ja, das im Scrum Guide vorkommt, aber häufig auch in allen möglichen anderen agilen Frameworks verwendet wird. Und das ist der Sprint. Der Sprint. Mhm. Also so wie bei Sportveranstaltungen. Genau, okay. Quasi. Mhm. Erklär doch mal, was ist denn der Sprint? Der Sprint ist, wir reden ganz gerne von Iterationen. Mhm. Also ist das, was wir immer wieder zyklisch in unseren Projekten für die Produktentwicklung tun. Also wir haben einen festen Zyklus, das ist quasi eine Art Takt. Also der im Scrum Guide steht ganz präzise drin, ist der Herzschlag. Genau diesen Takt gibt so ein Sprint an. Also ein Sprint ist nur eine Bezeichnung dafür. Also ein Zeitraum. Ja. Ein fester Zeitraum. Ja. Mhm. Im Scrum Guide steht ganz spezifisch unter einem Monat. Mhm. Und das halte ich für eine sehr gute Regelung. Weil, also selbst wenn wir Kanban machen, wo wir jetzt keine Iterationen haben, würde ich vorschlagen, trotzdem so einen Zyklus von etwa einem Monat einzuführen, um wenigstens Retrospektiven durchzuführen. Also um nochmal zu gucken, wie gut funktioniert unser Zusammenarbeitsmodell. Mhm. Und da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Jetzt der Sprint selbst enthält natürlich noch viel, viel mehr und kommt eben aus dem Scrum. Auch XP, also Extreme Programming, besitzt einen eigenen Zyklus. Der heißt ein bisschen anders. Aber genau das ist damit gemeint, so eine Iteration. Und warum heißt der Sprint Sprint und nicht einfach Iteration? Tja, das ist eine sehr gute Frage, die ich dir tatsächlich auch nicht so beantworten kann. Ich würde es auch nicht unbedingt Sprint benennen, denn Sprint ist immer so ein Zustand im Sport von jetzt auf den Punkt, komplett auspowern, danach lange Erholungsphase. Mhm. Und das ist es nicht. Also das möchte ich in meinen Teams auch nicht haben. Mhm. Das ist auch genau der Grund, weshalb ich sage, ich möchte kein Unternehmen wie Google aufbauen, wo das tatsächlich immer so Leistungsspitzen gibt und dann geguckt wird, die Menschen, dass die möglichst häufig diese Leistungsspitzen haben können in ihren Projekten, um noch irgendwie eine Deadline oder sowas zu erreichen. Möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie konstant über die Zeit eine wahrscheinlich sogar vorhersagbare Performance liefern können, die möglichst hoch ist, klar. Aber nicht dieses jetzt auf den Punkt einmal komplett auspowern. Es ist für mich eher eine Art Staffellauf. Also es gibt dann immer eine Übergabe von einem Sprint zum nächsten und es ist das gleiche Team. Weißt du, warum es Sprint heißt? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass damals entstanden ist durchaus mit so einem High-Performing-Ansatz. Also es ging ja in den ersten Varianten von Scrum durchaus darum, Teams in eine High-Performing-Phase zu führen und die da auszupowern für Projekte, die kurzfristig viel Leistung bringen müssen. Ne? Also wir reden ja jetzt hier von Projektarbeit, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Nämlich wir leisten jetzt in einer Art Taskforce, nächstes böse Wort, also in irgendeiner Form von Sonderkonstellation über einen kurzen Zeitraum eine außergewöhnliche Leistung, um ein kurzfristig erreichbares Ziel zu realisieren. Mhm. Und danach gehen wir zurück in unsere Linientätigkeit und machen, was auch immer wir in der Linientätigkeit machen, weiter. Ich finde die Begründung tatsächlich sehr valide. Aus dem Grund, dass ja für Scrum, also neben der wissenschaftlichen Thesen, eben auch viele erfolgreiche Projekte untersucht wurden.
der Scrum Guide ist ja nur das Destillat da draus. Also warum waren die erfolgreich? Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die alle, also oder viele davon, in so einen Taskforce-Modus verfallen sind und das dann vielleicht sogar Sprint genannt haben mit jetzt sprinten wir, jetzt geben wir mal kurz Gas hier und schmeißen die anderen Prinzipien erstmal über Bord, die es im Unternehmen vielleicht gibt, weil jetzt gibt es einmal Vollgas und haben so häufig wahrscheinlich die Projekte gerettet. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen einfach so ein Überbleibsel ist aus dieser eher Kurzfristprojektorientierung in den 12 Prinzipien, die ja dann mit dem agilen Manifest in dieser berühmten verschneiten Skihütte festgelegt wurden, steht ja drin, es soll eine langfristig haltbare Geschwindigkeit etabliert werden. Von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass das so eine Art Relikt aus früheren Gedankengängen gewesen ist, das einfach erhalten geblieben ist. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also heutzutage, wie gesagt, würde ich einen anderen Namen dafür wählen, der vielleicht treffender ist, wenn ich mit Außenstehenden, also die jetzt nicht so viel Erfahrung über Agilität darüber spreche, verbinden die halt Agilität schon sehr schnell mit Geschwindigkeit und dann das Sprinten, das deutet ja auch nochmal an mit, boah, jetzt machen wir kurz mal 100 Meter Lauf voll Power und dann machen wir direkt den nächsten 100 Meter Lauf voll Power und dann nochmal. Und ich glaube, jeder, der das gemacht hat, der weiß schon, dass wir brauchen dann unsere Regenerationsphasen. Und vor allen Dingen finde ich da nochmal ganz interessant zu erwähnen, dieses Bild eines Sprints hat ja durchaus an sich, wir lassen alles andere sein. Ja. Während eines Sprints mache ich nicht noch irgendwas anderes nebenbei, sondern ich mache nur das. Das wiederum, finde ich, ist ein schöner Aspekt, den wir ja auch aus OKR oder aus anderen agilen Frameworks kennen. Ne? Also dieses fokussiere dich wirklich auf eine Sache, erreiche dieses eine Ziel und lauf nicht erst 5 Meter in die Richtung, um dann 4 Meter in die andere zu laufen und so, sondern das Ziel steht fest. Der Weg noch nicht 100%, aber es ist schon mal vorhersehbar, was da so passieren wird. Der Zeitabschnitt ist kurz genug, als dass ich ihn vorhersehen kann. Es geht nicht 10-mal um die Kurve oder 10-mal im Stadion, sondern wirklich nur einmal halb um die Kurve. Das sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich an diesem Wort Sprint aber auch mag, weil sie symbolisieren, was erfolgreiche agile Projekte auch ausmacht. Nämlich der Fokus und die Absehbarkeit der Ziele, also der kurzfristigen Ziele. Schöne Überleitung zur Länge. Also wir haben auch schon eine Folge zu Sprintlänge gemacht, glaube ich. Denn alles im Sprint dient dazu, das Sprintziel zu erreichen. Und je länger jetzt der Sprint ist, in einem komplexen Umfeld, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich mein Sprintziel erreiche, weil irgendwelche anderen Umweltfaktoren auf das Projekt plötzlich einwirken und ich das dann nicht mehr kontrollieren kann. Deshalb ist diese Länge von möglichst kleiner als ein Monat, finde ich sehr gut gewählt. Denn den Monat, den kann ich meist noch überblicken. Also genauso die 100 Meter Sprintdistanz, die kann ich häufig noch überblicken. Da kann ich mir mein Ziel setzen, meine Stecknadel setzen und da mich drauf hinbewegen. Ohne jetzt viel so und so und so. Das bedeutet für mich auch, wenn ich mich in einem so volatilen Umfeld befinde, dass sich quasi alle 2 Tage die Marschrichtung ändert, dass ich vielleicht auch drüber nachdenken sollte, dass die Sprintlänge dann auch maximal nur 2 Tage ist. Auch wenn häufig gelehrt wird, ein Sprint ist zwischen 1 bis 4 Wochen, was ja genau dem im Guide auch entspricht, kann es dann auch sein, dass manchmal kürzere Zyklen durchaus auch angebracht sind, weil mein Umfeld einfach so volatil ist. Und ich würde dann einfach sagen, wir sind da nicht mehr in einem komplexen Umfeld, sondern in einem chaotischen Umfeld. Ja. Also wenn ich nicht eine Woche lang stabil in eine Richtung laufen kann in meinem Projekt, dann habe ich noch ganz andere Themen, die es zu lösen gibt, bevor ich überhaupt mit Agilität anfange. Ja, aber manchmal ist es ja so. Ja, und ich würde halt andere Themen dann vorschieben und nicht. Ich persönlich würde nicht kürzere Sprints als eine Woche machen. Was ich kenne, sind kürzere Lieferzyklen. Na, also gerade im XP gibt es ja Halbtags- oder Tageslieferzyklen. Das finde ich in Ordnung, weil geliefert wird, aber alle, weiß nicht, 2 Tage eine Retrospektive und ein Planning zu machen, nur weil sich die Ziele drumherum so häufig ändern, würde ich nicht machen. Ich als Projektleiter erkläre den Sprint
ganz gerne anderen Projektleitern und Projektmanagern, damit, dass das nichts anderes ist als unsere bisherige Tätigkeit, bloß jetzt einfach nur auf einen Monatszyklus. Mhm. Ich mache genau das Gleiche. Ich mache eine Planung vorweg, dafür haben wir das Planning-Event. Mhm. Ich mache ein Planning 2, das ist quasi, das Planning 1 ist das Lastenheft, das Planning 2 ist so ein bisschen das Pflichtenheft. Da habe ich quasi meinen Zeitplan dann auch abgeleitet davon, so ein bisschen mein Gantt-Chart könnte ich dann machen. Wir nehmen andere Charts im Agilen, dann arbeite ich das Ding ab und mache hinterher ein Lessons Learned. Und das Lessons Learned ist eben unsere Retrospektive und zwischendrin verfeinere ich halt noch die Anforderungen, das sogenannte Refinement. All das passiert in einem Sprint. Und genau das habe ich im Klassischen auch. Ich mache es halt nur kürzer, so dass ich es besser überblicken kann. Es gibt einen wichtigen Unterschied. Mhm. Das Prinzip des Timeboxings. Mhm. Ein Sprint ist nicht mal aus Versehen 2 Tage länger. Ja. Oder eine Woche kürzer, weil es besser in den Kalender passt. Sondern ein Sprint hat immer eine stabile Länge und ein Sprint ist vorbei, wenn diese Zeit um ist. Timeboxing ist so ein Thema, da haben viele Menschen, das ist eher ein Vorschlag als tatsächlich eine Timebox. Und ich empfehle immer, eine Timebox auch wirklich eine Timebox sein zu lassen, weil alles andere ist für mich inkonsequentes Verhalten. Wenn ich mir eine Timebox setze, dann ist die zu dem Zeitpunkt auch zu Ende. Und wenn dann die Inhalte aber noch nicht zu Ende sind, dann ist es überhaupt nicht schlimm, denn der nächste Sprint kommt ja. Jetzt ist es so, im klassischen Projektmanagement gehen wir davon aus, dass unsere Projekte aufgrund der vielen Planungen, die wir vorher machen, immer in Time, in Budget und in Target sind. Mhm. Und damit kommt rein hypothetisch dieses Problem ja nicht auf. Mhm. Auch ist ja ein Projekt dadurch definiert, dass es einen festen Startpunkt hat und einen fest definierten Endzeitpunkt. Mhm. Und damit hätten wir eigentlich unsere Timebox, würden wir klassisches Projektmanagement genauso machen, wie es in der Literatur angedacht ist. Rein hypothetisch wäre da kein Unterschied. Nur in der Praxis sehen wir den natürlich, des unseres Sprints. Genau. Wir würden nur aus dem Takt kommen, wenn wir da mal 3 Tage länger, mal einen Tag kürzer. Das verwirrt auch alle Menschen im Projekt. Genau, und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? Das Allerwichtigste, was man tun kann, um Komplexität zu reduzieren, vorausgesetzt man ist in einem komplexen Umfeld, ist, so viele Routinen und Rituale zu schaffen wie möglich. Es muss routiniert sein, wo es geht. Und feste Sprint, also einen festen Zeitraum zu haben, ist eben eins dieser Ritualisierungen, die wir haben. Denn ich weiß dann, alle 2 Wochen ist Retrospektive oder alle 3 Wochen ist Retrospektive und ich kann mich darauf einstellen und ich bekomme ein Gefühl für diese Timebox. Je häufiger ich das mache, desto eher bekomme ich ein Gefühl für diese Timebox. Ist ein bisschen wie beim Zähneputzen abends. Wir wissen alle mehr oder weniger, was 2 Minuten sind, weil wir abends diese Timebox zum Zähneputzen einfach haben. Du hast schon das Thema Fokus angesprochen. Mhm. Das ist ja genau der Sprint fokussiert und vor allem eben alles passiert in diesem Sprint, um das Sprintziel zu erreichen. Also wir alle als Team arbeiten auf dieses Sprintziel hin. Wir haben unsere Dailies, um entsprechend zu gucken, okay, wo ist denn jetzt irgendwas völlig Unerwartetes aufgetreten, was wir vielleicht noch irgendwie beseitigen dürfen und arbeiten darauf hin. Wenn wir uns jetzt dementsprechend in einem Umfeld befinden, wo wir mehreren Projekten zugeteilt wären oder mehrere Frameworks ineinander greifen. Du hast vorhin OKR angesprochen und ich mich trotzdem in einem Scrum-Team befinde. Dann darf ich wirklich, wirklich, wirklich gucken, dass eine einzelne Person nur einen einzigen Sprint hat, in dem dann irgendwie das alles zusammenfließt. Ich persönlich glaube, OKR und Scrum passt ganz gut zusammen. Das kann man ganz gut mixen, indem ich eben das Fokusziel aus den Objectives and Key Results runterbreche auf, das mache ich jetzt vielleicht in einem Sprint. Oder tatsächlich separiere mit, das ist nochmal ein on top, das mache ich irgendwie in einer Slack-Time oder was auch immer. Nur, wenn ich jetzt in mehreren Sprints gleichzeitig tätig wäre, weil mehrere Projekte gleichzeitig, was ist denn jetzt genau dann das Ziel, auf das ich hinarbeite? Also da ist wirklich unsere Aufgabe dann als die Agilisten, die irgendwie ein bisschen wissend sind, das für die Menschen, die in diesem System sind, irgendwie zu konsolidieren, dass jeder von denen möglichst nur an einem Sprint teilnimmt. Mit dem gleichen Ziel in unterschiedlichen Frameworks unterwegs zu sein, das finde ich noch was, das lässt sich gut managen. Ja. Also
du hast von OKR und Scrum zusammen erzählt. Das, für mich ist das ganz ähnlich wie eine Safe-Skalierung. Ja. Ich habe bei Safe 3-Monats-Zyklen, wo ich ein Ziel habe, wo ich hinarbeite, darauf hinarbeite und ich breche das runter auf einzelne Sprints, um eben diesem 3-Monats-Ziel näher zu kommen. Das ist in einem skalierten Framework oder auch mit nur einem Team nichts anderes als ein Safe Framework quasi auf Scrum oben drauf setzt. Mhm. Ich kann mir sogar noch vorstellen, was wir häufig sehen, ist Kanban und Scrum zusammen. Das ja. heißt dann Scrum-Bahn oder irgendeine Form von Integration von Kanban-Boards in Scrum-Arbeit. Das sind auch die Dinge, die ich am liebsten mache. Genau, das sind so, es ist ein Bedienen aus mehreren Frameworks, das Beste raussuchen und es zusammenbringen. Weil nur wenige Teams so sind wie andere Teams und dementsprechend darf ich Team individuell zusammenstellen, was genau für mhm. dieses Team braucht. Von daher ist dieses in unterschiedlichen Frameworks unterwegs sein gar kein Thema. Mhm. In mehreren Sprints zum gleichen Zeitpunkt und das heißt mehrere Sprints mit unterschiedlichen Zielen, mhm. das kann nicht funktionieren. Und da sind wir bei dem großen Thema Fokus. Also ja. das geht einfach nicht, kann nicht in der gleichen Zeit unterschiedliche Dinge erreichen. Mhm. Manchmal ist es so ein Nebenprodukt, dass ich irgendwas getan habe und im Nebenprodukt irgendetwas anderes mit erreicht habe. So aus Versehen, ne? Serendipität. Mhm. Serendipität. So, dass es so ein zufälliges Nebenprodukt geworden ist. Aber wenn ich Menschen mit unterschiedlichen Zielen in unterschiedlichen Timeboxen zur gleichen Zeit laufen lasse, dann wälze ich Entscheidungen, die ich als Führungskraft hätte treffen müssen, auf die Mitarbeiter um. Und die können sich nur falsch entscheiden. Ja. Weil sie entweder das eine überpriorisieren oder das andere überpriorisieren müssen. Führt auch häufig zu einer starken Demotivation. Das können wir dann häufig so etwa ein halbes bis ein ganzes Jahr später sehen, indem viele Mitarbeitende dann einfach kündigen. Mhm. Und das sind wirklich ganz interessante Aspekte, wenn man sich solche agilen Frameworks wirklich mal länger anguckt. Ne? Ich weiß, viele agile Coaches sind nach 6 Monaten raus. Ja. Aber dann wirklich drin zu bleiben, da passieren erst die richtigen Effekte. Also erst dann sehe ich, ob meine Sprintlänge vernünftig gewählt war am Anfang. Mhm. Erst dann sehe ich, ob das Ziel fokussiert genug ist. Erst dann sehe ich, ob die Leute aus irgendwelchen Rahmenbedingungen heraus abbrennen oder nicht. Ich kann innerhalb von 3 Monaten ein Framework aufsetzen, ein agiles Framework, das perfekt läuft, nur das crasht erst nach 6. Und das ist halt das, was viele Unternehmen mit so kurzfristigen agilen Coaches einfach ungünstig machen. Also wenn du ein Unternehmen besitzt oder dabei bist, einen agilen Coach zu beauftragen, dann stell sicher, dass es da auch eine Art After-Sales gibt. Also eine und, langfristige Begleitung. Und auch, dass die Menschen im Unternehmen gut genug ausgebildet werden, um mhm. dann auch das Langfristige dann auch begleiten zu können. Genau. Wenn wir schon über Sprints reden, wie ist denn das mit Design-Sprints und Technik-Sprints mhm. und beliebig, also Customer-Journey-Sprints oder sowas kann man alles machen. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn wir uns auf eine Sprintlänge geeinigt haben, dann die einfach übers Jahr drüber zu legen für die Planung, also vor allem für den Product Owner. Auch ich darf ja als, auch wenn ich mich jetzt noch Projektmanager nenne und jetzt nicht Product Owner oder wie auch immer die Konstellation ist, ich darf wahrscheinlich irgendeinem Management oder irgendeinem Vorstand oder ähnliches berichten, wie das Projekt läuft. Also mindestens Marketing sollte ich machen. Und ich nehme dann einfach die Sprintlänge und lege die einfach über das Jahr und kriege dann irgendeine Zahl raus, wie viele Sprints wir in diesem Jahr machen. Und mache dann schon mal eine grobe Vorplanung. Und bei mir ist es so, dass ich es mag, zum Beispiel um technische Schulden zu beseitigen, einen Technik-Sprint einzuführen. Und das so jeder dritte Sprint, jeder vierte Sprint, wie auch immer. Und dann kann ich schon mal meine Jahresplanung vornehmen, sehe, was weiß ich, da habe ich 16 oder 20 Sprints drauf und kann dann schon mal bei 16 dann durch 4 am besten, jeder vierte, zack, kann ich schon mal als Technik-Sprint markieren. Und genauso auch mit Design-Sprints kann ich die auch entsprechend einbauen. Und da Vorsicht, nach meiner Erfahrung bauen viele Lerneffekte aus einem Sprint quasi auf weitere Sprints dann auf. Und um das durchzuführen, kann ich nicht unbedingt jetzt alles technische Schulden beseitigen in einen Techniksprint packen. Weil da erstmal ein paar Grundbedingungen geschafft werden müssen. Und das darf ich natürlich auch im Blick haben. Du bist mir viel zu weit abgekommen vom Thema gerade.
weil wir haben noch überhaupt nicht erklärt, was ein Technik- oder ein Design-Sprint ist. Ach so, ja, ich richte mich manchmal an mich selbst als Publikum. Henry, was sind denn... Ich wiederhole mich. Was hältst du denn von Technik- oder Design-Sprints? Kannst du uns erklären, was das ist? Ach, ich und wozu darf das machst erklären. Du das eigentlich? Ich wollte nicht wissen, wie du das machst auf so eine Jahresplanung und sowas, sondern ich erlebe es so, dass es viele Diskussionen rund um das Thema Technik- und Design-Sprints gibt, weil entweder nicht vernünftig verstanden wird, was das Ganze ist und wozu das Ganze ist. Ich halte sehr viel davon, weil es dem Product Owner für die Planung die Komplexität erleichtert, indem ein Sprint ein spezielles Thema hat, was da getan wird. Das erleichtert die Kommunikation und auch das Priorisieren der Anforderungen genau dafür. Und egal, ob jetzt das Thema Technik ist oder Design oder whatever, es macht es halt allen Umstehenden leichter, dass gewisse Themen in einem bestimmten Sprint dafür behandelt werden. Besser wäre natürlich, wenn, also der Scrum Guide geht auf solche Sachen überhaupt nicht ein, wenn diese Themen immer, je nachdem wie wichtig sie sind, einfach mitbehandelt werden würden. Also dass ich Design eben schon nebenbei mitmache, weil das als Anforderung gerade auch mit drin ist und ähnliches. Das führt nach dem, was ich häufig beobachten kann, in vielen Projekten dazu, dass das Dringlichste gerade gemacht wird, weil wichtige Sachen vorher nicht erledigt wurden oder dass Dinge erledigt werden, wo die Stakeholder am lautesten schreien. Und genau um diese Komplexität an der Stelle ein bisschen rauszunehmen, finde ich es ganz gut, Technik-Sprints zu machen, wo nur Technik erledigt wird, also Unterbau vom Produkt, also irgendwelche technischen Neuigkeiten eingebaut werden. Im Safe-Framework heißt das Enabler, die eben hinzugefügt werden, um später andere Sachen draufsetzen zu können. Oder Design-Sprints von wegen, ich habe jetzt tatsächlich noch keine ganz klare Idee davon, wie Anforderungen am Ende umgesetzt werden können. Ich darf erstmal ein paar Sachen auch ausprobieren, ein bisschen evaluieren, vielleicht eine Kundenklinik durchführen. Und genau dafür nehmen wir uns auch einen dedizierten Zeitraum. Du hast vorhin von Timeboxes gesprochen, genau so Sprints dann eben auch zu verwenden. Finde ich ganz smart. Hast du noch was zu ergänzen und wie würdest du das nutzen? Also, ich beobachte Design- und Technik-Sprints in den Projekten, in denen die Rahmenbedingungen für das Projekt oder die Leute nicht so sind, dass sie selbstständig entscheiden können. Von daher sind für mich Design- und Technik-Sprints, also es ist eine gute Variante, um damit umzugehen, dass entweder zwischen Team und Product Owner keine gute Kommunikation stattfindet oder zwischen Kunde und Team keine gute Kommunikation stattfinden kann, weil der Kunde nicht permanent erreichbar sein kann, aus was für Gründen auch immer. Ich beobachte, Technik- und Design-Sprints sind ein gutes Vehikel, um damit umzugehen, dass wir Scrum niemals, also fast ausschließlich nie, fast wirklich nie, so sehen, wie sich das Sutherland mal gedacht hat und Ken Swaber. Dass wir eben diese Rahmenbedingungen so gut wie nie so haben, wie es eigentlich sein sollte in der Scrum Guide. Es ist also immer ein Vehikel, um mit einem Umstand umzugehen, den wir glauben, nicht ändern zu können. Von daher, ich würde viel lieber präferieren, auf Design- und Technik-Sprints zu verzichten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es manchmal mehr Technik-Sprints braucht, manchmal mehr Design-Sprints braucht. Deswegen würde ich diese Regel mit, wir machen jeden dritten Sprint einen Technik-Sprint, würde ich nicht einführen, sondern für mich ginge es eher darum, eine gute Kommunikation aufzubauen, dass der Product Owner und das Team wirklich auch darüber verhandeln können, wie viel Technik landet in diesem Sprint. Gerade wenn der Product Owner aus der Kundenperspektive kommt, ist das manchmal ein weiterer Weg. Und ich würde zusehen, dass ich mit dem Kunden genug Interaktion habe, als dass solche Design-Sprints nicht im Team stattfinden müssen. Und diese gute
Kundeninteraktion bedeutet nicht, wir schreiben 10 E-Mails hin und her oder machen UX-Tests, sondern damit meine ich, dass der Kunde oder ein Stellvertreter des Kunden bereit ist, mitzuarbeiten im Projekt für eine gewisse Zeit und wirklich verfügbar ist für das Team rund um die Uhr. Also von daher, Design- und Technik-Sprints, ja, und gleichzeitig ist das ein Pflaster auf ein anderes Problem. Mhm, habe ich ja auch angedeutet. Nimmt die Komplexität raus in der Stakeholder-Kommunikation. Mhm. Und die Idee, das alle paar Sprints zu machen, ist einfach nur, wenn ich den groben Jahresplan einmal vorlege, schon, ich kann ja dann immer noch variieren. Und hoffentlich aber nicht so, dass ich dann plötzlich alle Technik-Sprints cancel oder. Aber genau ähnliches. Das ist ja genau das ist ja, was in den Projekten dann passiert, ist ja. Dieses, wir machen jedes dritte Mal einen Technik-Sprint und dann passt das aber zu dem Zeitpunkt gerade nicht, dann wird der gecancelt und der nächste ist ja dann wieder in dreimal und dann wird ein Technik-Sprint nach dem nächsten ausfallen. Es sind dann nicht am Ende 4 Technik-Sprints am Stück. Genau. Das passiert nicht. Von daher ist das. Und da darf ich ja dann ran. Genau, dein Vorschlag ist, löst das Problem nicht, das ist nur ein anderer Umgang damit. Na doch, ich krieg schon die Technik-Sprints. Die können sich dann ganz gerne verschieben um einen Sprint oder was auch immer. Ja, dann brauche ich aber die Planung vorher nicht machen. Dann kann ich die auch Planung ist ja nur, um das Umfeld zu bedienen. So sieht es theoretisch aus. Und wie häufig kommt das auch so? Also, ich habe ja schon mal gesagt, bei mir gibt es ein paar Wildcards, die verteilt werden. Wenn der Product Owner oder die Product Ownerin die aufgebraucht hat, dann gibt es die nicht mehr. Wenn ich mich mit der Product Ownerin darauf geeinigt habe, dass es 4 Technik-Sprints in diesem Jahr gibt und bis Jahresende noch nicht ein einziger stattgefunden hat, dann ist einfach mal klar, dass die letzten 3 Monate wird nur Technik gemacht. Mhm. Und ja, ich mache mich in vielen Unternehmen sehr unbeliebt, nur am Ende performen die Teams. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt, für den ich eingekauft werde. Genau, und bei mir geht es halt weniger um Regeln, ja, sondern mehr um ein rechtzeitiges Verstehen, wozu diese Technik spricht eigentlich. Ich bin bei dir, dass, dass das so laufen sollte. Ja, du verteidigst aber deine regelbasierte Arbeit. Ja, weil meine Arbeit einfach die beste ist. Mhm. Wann fangen denn Sprints bei dir an? Wie, wann fangen die an? An welchem Wochentag? Mhm. Oh, das ist mir tatsächlich, ich wollte gerade sowas sagen wie, das ist mir egal. Es ist mir nicht ganz egal. Ich habe Sprint statt gerne mitten in der Woche. Mhm. Mittwoch. Weil meine Beobachtung ist, wenn Montag Sprintstart ist, dann ist das häufig eine komplette Orientierungslosigkeit in dem Planning am Montag. Weil am Freitag hat noch keiner dran gedacht, dass Montag mal Planning sein wird und dann steht der ganze Plan noch nicht, der Product Owner ist unvorbereitet, übers Wochenende ist irgendwer krank geworden. Ich bin kein Fan von Montag gleich Fullspeed. Ich bin ein absoluter Fan von Mittwoch Fullspeed. Also für mich, wenn ich das wählen darf, Sprintwechsel immer mitten in der Woche. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass du was anderes sagst, wenn ich dann sagen kann, bei mir ist das so. Auch weil es den Leuten mehr Slack-Time rausholt. Ich brauche halt Freitag nicht durchpowern, bis ich den Sprint geschafft habe. Was ich häufig beobachte, dann sitzen die Teams da wirklich Freitag oder am Wochenende, ohne dass ich es mitbekomme, und powern diesen Sprint noch zu Ende. Ich mag das nicht. Wochenenden sollen Wochenenden bleiben für die Leute. Das ist diese Rekuperation, also die Erholungsphase, die darf am Wochenende definitiv sein. Und ich bin Fan von mitten in der Woche. Mir ist aufgefallen, dass es vielen Menschen leichter fällt, dieses, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wochensprint haben, dann zu sagen, okay, geht halt von Montag bis Freitag. Dann diese dedizierten Einheiten, auch weil viele Menschen sich halt komplette Wochen als Urlaub nehmen. Und dann verteile ich doch den Sprintwechsel auf 2 Tage. Dann habe ich ja Freitag Review und Retro und Montag Planning. Ja. Und wenn ich Freitag schon dann habe ich 2 Tage Sprintwechsel. Wenn ich Freitag schon Planning mitmache, dann habe ich Montag vergessen, was ich Freitag eigentlich geplant habe und wiederhole das ganze Planning nochmal. Worauf möchtest du hinaus? Wie viel Waste das aus Projektmanagement-Perspektive sein müsste.
wenn ich das Planning am Montag mache, dann die Woche durchrocke mit den Menschen, die ich am Montag da hatte, würde ich sagen, jetzt nicht so viel. Und am Freitag ist reserviert für Review. Am Freitag ist reserviert für Review und Retrospektive. Genau, dann habe ich 2 Tage mit Sprintwechsel verbracht, statt einmal am Mittwoch. Ich habe 2 halbe Tage wahrscheinlich verbracht. Genau, aber am Freitag nach dem Review und nach der Retro arbeitet keiner mehr, weil klar, da auch noch kein Planning gewesen ist. Richtig, ja. Deshalb mache ich das ja am Nachmittag oder danach ist Slacktime. Also, ich bin ja auch Fan davon, das, den Sprintwechsel in der Mitte der Woche zu machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich wollte dir nur klar machen, dass mir aufgefallen ist, dass es dem einen oder anderen, beziehungsweise ich würde sogar sagen vielen Menschen, leichter fällt, dieses von Montag bis Freitag. Mhm. Und ich selbst präferiere auch, irgendwo in der Mitte der Woche den Sprintwechsel zu machen. Einfach genau aus den genannten Gründen. Meist nach dem Wochenende dürfen die Menschen erstmal wieder locker reinkommen und nicht gleich Fullspeed durchpowern. Und häufig wissen die Menschen dann auch gar nicht mehr, was letzte Woche überhaupt genau alles war. Und dann gibt's vielleicht sogar aufgrund von der Retrospektive neue Regeln fürs Zusammenarbeitsmodell. Und bis sie dann am Montag direkt gleich wieder Mitte der Woche, finde ich auch sehr gut. Mittlerweile habe ich früher anders gemacht. Wir haben heute darüber gesprochen, was eigentlich der Sprint ist. Der Sprint eine Timebox ist, warum der Sprint eigentlich Sprint heißen könnte. Also wir haben vermutet, warum der Sprint Sprint heißen könnte. Wir haben über verschiedene Arten von Sprint gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn Menschen gleichzeitig in mehreren Sprints mit unterschiedlichen Zielen unterwegs ist. Wir haben darüber gesprochen, wann ein Sprint startet und wann er endet. Und ich glaube, das war's. Ich freue mich über positive Bewertungen unseres Podcasts auf allen möglichen Plattformen. Dann follow. Genau. Das ist mittlerweile nahezu überall möglich und da freue ich mich, weil du hilfst auch anderen dadurch, den Podcast zu entdecken. Denn durch diese Sternebewertungen, Likes oder was auch immer, sorgt das dafür, dass wir wiederum anderen, die sich für ähnliche Themen interessieren, auch entsprechend wieder angezeigt werden. Und das hilft halt der Bekanntheit quasi. Also, ich fände es cool. Ich wünsche dir damit eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.